Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute in diesem Video zeige ich dir meine komplette Philodendron-Sammlung oder Kollektion. Das heißt, wir fangen auch gleich erstmal an. Meine größte, mit Abstand meiner größten Pflanzen steht hier hinter. Da. Und zwar ist es ein Philodendron Imperial Green. Also das verdeckt gerade, das hier ist meine Anthurium. Meine größte Anthurium und dahinter, die zeigt gerade ein bisschen gegen die Wand. Die musste ich vor ein paar Tagen ein bisschen richten, weil ich hatte so die Angst, und zwar ist der Stamm so groß geworden oder so lang, dass der schon wirklich so ein Stück über den Topf so rausragt. Und ich hatte so die Angst, dass er dann halt irgendwann abbricht. Wollte ich eigentlich auch noch einen Bambusstab selber basteln. Habe mich aber davor bis jetzt immer ein bisschen gescheut, denn ich muss dann das ganze Ding oder die gesamte Pflanze aus dem Topf raus, dem Bambusstab rein, dass der halt auch wirklich richtig und vernünftig steht. Ja, ziemlich viel Arbeit habe ich bis jetzt nicht gemacht und deswegen, weil ich es vernachlässigt habe, guckt der kleine Imperial Green jetzt gegen die Wand. Ich habe euch bestimmt jetzt auch noch irgendwelche schicken Bilder von der Pflanze eingeblendet. Das ist mit Abstand meine größte Pflanze. Es freut mich sehr, dass ich trotzdem noch in einer Wohnung wohnen darf. Genau, Pflanze Nummer 1. Pflanze Nummer 2. Also mein kompletter Tisch steht voll. Neben mir stehen auch noch ein paar größere Pflanzen. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt mal von irgendeiner Seite so langsam vor. Mein Philodendron Red Emerald, Pflanze Nummer 2. Das ist mit Abstand meine Pflanze, die extrem wuchert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sie eigentlich abgeschnitten habe. Ich weiß, dass sie genauso groß ist wie ich. Deswegen kann ich sie dir auch nicht ganz zeigen, hoffe ich, glaube ich. Das heißt. Tschüss! Und da oben hört es dann irgendwann auf. Genau. Nee, noch nicht. Ne? Ja. Steht normalerweise auch immer gegen eine Wand. Von daher wächst sie halt nur zu einer Seite. Ich weiß nicht, wie oft ich sie schon abgeschnitten habe. Ich glaube, 3, 4 Mal. Meine Mutter hat auch schon 2 Ableger, 2, 3 Pflanzen davon in meiner Wachstumsbox sind auch noch Pflanzen, weil ich nicht mehr weiß, wohin damit. Aber irgendwie braucht sie auch theoretisch. Wir müssen das jetzt hier so nass. Sie bräuchte auch einen längeren Moosstab, den kriegt sie aber nicht, weil noch länger, also theoretisch bis zur Decke könnten wir ja, ne? Krasses Ding. Also wenn ihr halt irgendwann mal einen Philodendron sucht, der wuchert wie Efeu, ja, dann ist das eure Pflanze, der Red Emerald. Unglaublich dieses Ding, wirklich. Ich hätte eigentlich gerne, dass die Blätter eigentlich ein bisschen größer werden nach oben, aber ich glaube, dafür brauche ich einen nassen Moosstab und den kriegt hier keine Pflanze, weil mir ist das einfach zu gefährlich mit den Trauermücken, genau, dass die sich dann da irgendwie in dem Moosstab, in dem nassen Moosstab und in dem Sphagnummoos dann da besonders wohlfühlen und dann da Party feiern. Nee. Deswegen gibt es bei mir auch nur trockene Moosstäbe, dass die Pflanze so ein bisschen Unterstützung hat oder weiß, wohin sie wachsen soll. Deswegen habe ich nur trockene Moosstäbe bei mir. Genau. Zum einen gekaufte, aber auch selber gemachte. Da kann ich euch auch nochmal zeigen, wie ihr so einen trockenen Moosstab ganz einfach selber macht. Ist auch ziemlich einfach. Genau, das ist Pflanze Nummer 2. Pflanze Nummer 3, der Philodendron Pfundbrunnen. Und zwar war ich hier in Berlin, gibt es den Botanischen Garten. Die haben da so ein Riesengewächshaus und da gibt es so eine riesige Pflanze davon. Und zwar, was ich bei der Pflanze so schön finde, und zwar, wenn sie ausgewachsen ist, dann seht ihr vielleicht hier, vielleicht im Ansatz, ne, hier, und zwar kriegt sie hier so aus dem Hauptstammstiel, ne, kommen so 2 kleine Stiele raus und je älter sie wird, desto mehr wird das zu einem U oder sogar einem O. Ne? Also diese 2 Triebe, ne?
Diese zwei Triebe hier, die wachsen irgendwann mal zusammen oder die schließen sich hier irgendwann hier oben. Und dann hast du so einen richtig schönen Kranz, wo überall die Blätter rauskommen. Und das sah echt, echt gut aus. Deswegen habe ich mir die Pflanze dann auf der Botaniker gekauft. War nicht schön. Also die Pflanze war nicht schön. Und zwar war das eine normale Pflanze, die der Besitzer vorher abgeschnitten hat. Und ich habe die untere Hälfte gekriegt. Hat Benny nicht drauf geachtet. Und zwar hat das denn ziemlich lange gedauert, bis aus der unteren Hälfte was Neues gewachsen ist. Ich habe es trotzdem geschafft, bin ich sehr froh drüber. Obwohl man jetzt auch schon in den anderen Gewächshäusern oder in irgendwelchen Pflanzenshop die Pflanze hätte für den gleichen Preis und gefühlt achtmal so groß gekriegt. Ich glaube, ich habe dafür 15 Euro, glaube ich, bezahlt. War eigentlich ein vernünftiger Preis, aber hätte ich gewusst, dass das die untere Hälfte von der abgeschnittenen Pflanze ist, hätte ich sie, glaube ich, nicht genommen. Ich hätte da, glaube ich, ein bisschen gewartet mit. Aber mit meiner Wachstumsbox haben wir es geschafft. Genau, deswegen bin ich sehr froh, dass die Pflanze jetzt halt wirklich angekommen ist. Sie ist leider ein sehr großer Tripsemagnet. Habe ich so das Gefühl. Oder sie steht falsch neben Pflanzen, die auch Tripse haben und deswegen fällt es bei mir immer auf. Genau, also zum Beispiel so fängt die Pflanze an. Eigentlich wie so ein Syngonium Three Leaf Wonder heißt das, glaube ich, die Pflanze. Und dann so ganz allmählich kommt dann so dieses U zum Vorschein. Genau, das hier ist auch das Neueste, da sieht man es irgendwie ganz besonders. Na, Moment, hier irgendwie ging das T-Shirt. Ne, genau. Deswegen mag ich diese Pflanze. Das ist einer meiner Lieblingspflanzen, auch weil der Name eigentlich so schön ist. Funbun. Genau, kommen wir zur Pflanze Nummer 3. Der Spiritus Sancti. Habe ich mir bei Harmony Plants gekauft. Und zwar wollte ich die Pflanze unbedingt haben. Wir haben so eine kleine Hassliebe. Und zwar, ich hatte sie vorher in dem gleichen Topf, den ich dir auch schon gerade eben gezeigt habe. Da ist sie mir aber fast eingegangen. Und deswegen habe ich gesagt, nee. Wir packen dich jetzt zurück in die Wachstumsbox und fangen dich nochmal von vorne an, gefühlt. Genau, deswegen kriegen wir jetzt hier ein neues Blatt. Und das hier sind die vorher. Genau. Sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich kann sie auch mal rausnehmen. Also die Wurzeln sehen zumindest ganz, ganz vernünftig aus. Genau, aber jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich mit der machen soll. Ich wollte sie eigentlich theoretisch noch ein bisschen länger drin lassen, bis man sich halt so wirklich sicher ist, dass die Pflanze sich akklimatisiert hat und dann versuchen wir es nochmal in den Topf. Genau, also entweder wollte sie das Wasser nicht oder ich habe zu wenig Wasser in den Topf gegossen, weil dieser Topf ja schon so riesig ist. Genau, aber läuft, ist eigentlich eine stabile Pflanze. Genau. Numero 3. Numero 3. Na, was bist du? Ich bin so wahnsinnig schlecht mit Namen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich blende den Namen sowieso ein. Genau. Da hatte ich mal eine sehr große Pflanze von. Und zwar. Oh, ein Trips. Okay, den muss ich auch gleich einsprühen. Hatte ich eine sehr große Pflanze davon. Die wurde mir dann aber irgendwie ein bisschen zu groß. Und zwar habe ich sie dann einfach abgeschnitten oder in einzelne Stecklinge Schlingelings verwandelt und habe sie dann jetzt halt einfach, als sie bewurzelt haben, habe ich sie dann einfach klein geschnitten oder nee, als sie Wurzeln hatten, habe ich sie dann einfach hier in den Topf gepflanzt. Die Wurzeln sehen auch eigentlich ganz vernünftig aus, wie ich jetzt gerade sehe. Da, was da so rausguckt, das sieht ja eigentlich schon ganz vernünftig aus. Na, jetzt mein ganzer Tisch nass. Und läuft mit der. Also das ist wie so eine Art Selbstläufer. Ich hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr Variation dabei, wenn ich die Pflanze mir jetzt so angucke. Aber wird vielleicht noch. Genau. Geduld. Finde ich eine sehr schöne, hübsche, große, buschige Pflanze. So wollte ich es ja eigentlich schon immer haben, was mir vorher nicht gefallen hat. Deswegen hatte ich es auch abgeschnitten. Das war halt so ein typischer Zweidrittel Stamm ist nichts und ein Drittel war oben denn so ein paar dünne Pflänzchen oder dünne Blätterchen.
Und das fand ich dann irgendwie nicht mehr schön, weil es mir auch zu viel Platz weggenommen hat. Ich hätte dann auch noch einen neuen Bambusstab oder eine neue Wachstumshilfe da anknippern müssen. Da dachte ich so, nee, das sieht irgendwie komisch aus. Ich mag Pflanzen nicht, wo dann so zwei Drittel nichts ist und dann oben so ein bisschen voll variegierte Blätter, wo du schon weißt, dass es eh eingeht. Ist nicht meins. Da habe ich lieber hier so ein bisschen was Grünes oder so ein bisschen, zumindest so ein bisschen Halb-Sprenkel-Variegation. Das finde ich irgendwie immer noch ganz schick, weil dann weißt du wenigstens, dass die Blätter länger überleben als nur eine Woche oder so. Ich habe auch festgestellt, dass meine Philodendren insgesamt ein bisschen kränkeln. Und zwar habe ich jetzt hier noch eine Florida Ghost, die hatte ich auch irgendwann mal abgeschnitten, weil ich davon Stecklinge machen wollte. Ich weiß aber nicht, was mit denen passiert ist. Ich habe auch gerade meine Boxen durchgeguckt, aber irgendwie. Hey, was bist du denn hier? Kleines vergammeltes Stämmchen, okay. Dann habe ich meine Boxen durchgeguckt, da war aber nichts. Und weil die, wenn die Blätter jetzt hier so komisch aussehen, zum Beispiel hier die Rückseite, ne? Denn wisst ihr, da waren irgendwann mal Tripse drauf oder diese kleinen Punkte, ich weiß nicht, ob ihr die seht. Hier sind so ganz kleine Punkte drauf. Tripse waren da mal drauf. Ich finde jetzt keine mehr. Zum Glück habe ich ja dieses Mittel entdeckt, wo ich dir nur noch einmal einsprühe und dann sind sie weg. Finde ich sehr schön. Genau. Florida Ghost finde ich eine sehr schöne Pflanze. Ja. Sie wächst ein bisschen komisch. Ne? Hier sieht man ganz genau, da wo dieser dicke Wurm rausguckt. Das ist die neue Pflanze. Der dünne Stamm, der da unten drunter ist, ist die eigentliche Pflanze. Genau, braucht ganz dringend Wurzeln. Ja, schicke Pflanze. Ach so, genau. Dann habe ich noch. Ah, hier. Florida Beauty. Sieht genauso kränkelnd aus wie die Pflanze vorher. Und zwar ist es jetzt die untere Hälfte der Pflanze. Ja, Florida hat es bei mir nicht so. Weiß ich nicht. Genau. Die untere Hälfte der Pflanze. Und zwar wollte meine Mutter davon auch ganz dringend eine Pflanze haben. Deswegen habe ich sie einfach ganz grob abgeschnitten. Deswegen sieht sie jetzt bis jetzt auch so ein bisschen kränkelnd aus. Ja, Leben ist hart. Dann habe ich, das sind die Stecklinge davon. Die sehen eigentlich ganz vernünftig aus. Die könnte ich jetzt auch schon einpflanzen. Boah, ist das voll variegiert? Oh, bitte nicht. Also das Kleine hier, ja. Das Kleine hier. Und hier könnte es einen Hauch von Grün drin haben. Das ist irgendwie sowas gemischt ist. Oh, hier ist auch voll variegiert. Oh. Okay, also könnte man theoretisch auch zusammenpflanzen, bloß ich müsste mir dann halt auch irgendwann ein paar neue Töpfe kaufen. Ja, um die ganzen Pflanzen da irgendwie erstmal reinzustecken. Also die Wurzeln sehen erstmal sehr gut aus, die würde ich jetzt theoretisch, jetzt könnte man sie einpflanzen, wäre schon ein bisschen drüber, hätte ich schon ein bisschen vorher machen können. Genau, weil bevor die Pflanze jetzt ja anfängt, hier so Luftwurzeln zu bilden, hier, weil in diesen Wachstumsboxen ist immer sehr viel Luftfeuchtigkeit drin und diese Luftwurzeln sterben normalerweise immer ab. Natürlich, ich habe bei mir nicht so 80, 90% Luftfeuchtigkeit wie in der Box und deswegen sterben die Luftwurzeln dann eigentlich immer ab und das mag ich immer nicht, aber genau. Puh, dann haben wir hier noch einen. Billy-Teil? Oh. Entschuldigung. Genau, der steht normalerweise auch immer an der Wand. Er wächst so, wie er gerade lustig ist, glaube ich. Genau. Also der hat hier so einen kleinen U, weil er normalerweise immer gegen die Wand lehnt. Hier unten kommt dann noch irgendwas Kryptisches raus. Ja. Wird bei mir auch so ein bisschen ignoriert, bin ich jetzt ganz ehrlich. Denn er wächst, er zickt nicht rum. Er hat auch keine Spinnen, Milben, Viecher oder so. Er hat auch keine Tripse und wächst einfach. Deswegen bist du ganz nett und wirst ignoriert. Oder zumindest bei mir. Und ja. Ganz schicke Pflanze, also ist vielleicht so ähnlich wie der Spiritus Sancti, zumindest von den Blättern her, oder ich finde es so, ich bin da so ein bisschen pragmatischer, was das alles angeht.
Irgendwie bei irgendeiner Plattform sage ich denn, ja, ist wie jeder andere auch. Ich zeige sie dir vielleicht nochmal ganz, ne? Genau, da habe ich hier oben so einen kleinen Stängel. Und nein, die Pflanze kriegt keinen größeren Moosstab oder zumindest jetzt nicht, weil die steht sowieso normalerweise an der Wand. Und da lasse ich sie denn jetzt halt erstmal, die steht auch ganz unten in meinem IKEA-Regal. Und da kann sie dann irgendwie ins andere Regal hoch oder an der Wand lang oder was weiß ich, was du gerade vorhast. Deswegen kriegst du jetzt halt auch erstmal keinen neuen Hangstab. Oh, da sind meine entlaufenden Raubmilben auf der Pflanze. Mensch, habt ihr ja vielleicht in dem Video vorher gesehen, dass die Raubmilben sich in meiner ganzen oder sich in dem ganzen Zimmer verteilt haben. Hat das Züchten zu gut funktioniert. Deswegen habe ich jetzt gerade eben so ein bisschen gestottert, weil auf dem Blatt sind ein paar Raubmilben drauf. So, wir sind sehr gut in der Zeit. Und zwar haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 größere Pflanzen. Das finde ich sehr schön. Und zwar haben wir hier noch ein Ring of Fire. Achso, genau, die Pflanze vorher hatte ich halt auch in der Botanica gekauft. Das weiß ich sogar, glaube ich, noch. Vor 2 Jahren, glaube ich. 2 Jahren, glaube ich, genau. Und da war das halt noch so ein richtig kleines Baby. Und ich glaube, die Pflanze war da insgesamt so groß. War einer mit der ersten Pflanzen, die ich mir auf der Botanica gekauft habe. Weil ich wollte die Pflanze unbedingt. Und deswegen hat sich das eigentlich ganz gut angeboten. Ist auch so ein bisschen unzerstörbar oder zumindest bei mir. Kann man jetzt nicht meckern. Genau. Ring of Fire, nochmal. Habe ich mir auch bei der Botanica gekauft, habe ich mich ein bisschen geärgert, und zwar, weil ich die Pflanze danach für die Hälfte des Preises in einem Pflanzencenter gefunden habe. Und zwar habe ich dafür 15 Euro, glaube ich, bezahlt. Beim Holländer hat es dann nur noch 57 gekostet, deswegen fand ich es dann so ein bisschen schade. Ja, ist auch so ein kleiner Selbstläufer. Ich hätte eigentlich gerne, dass sie ein bisschen mehr Variegation hat oder zumindest, dass es ein bisschen deutlicher wird. Ja, Philodendren haben bei mir eigentlich immer so, außer dass sie ab einem gewissen Status entweder sie kränkeln oder sie laufen einfach selber. Das finde ich sehr schön, wenn die Pflanzen nicht meckern und einfach nur wachsen. Genau, und das ist halt auch so eine Pflanze, die wächst einfach sehr schön, braucht nicht viel Aufmerksamkeit, kriegt genau das gleiche Wasser wie alle anderen Pflanzen bei mir auch. Und zwar kriegen das ganze Jahr lang. Und zwar kriegen die Pflanzen normales Leitungswasser mit einem pH-Wert von 5,5 bis 6,5 und einen Mikrosiemenswert von maximal 1000. Und zwar habe ich festgestellt, dass der Mikrosiemenswert, dass sonst die Wurzeln bei 1200, 1300 anfangen zu verbrennen. Deswegen ist so 1000 das Maximum, was ich geben kann. Das heißt, auch der Große hier hinten kriegt 1000, die kriegt 1000 und du auch. Das Einzige, was nicht das schöne Wasser kriegt, sind die Pflanzen, die in meiner Wachstumsbox stehen. Die kriegen nur normales Leitungswasser. Na, wenn sie draußen sind, kriegen sie dann das richtig schicke, geile Wasser. Genau, Ring of Fire, sehr schöne Pflanze. Ich hätte, wie gesagt, was ich an der Pflanze nicht so schön finde, ich hätte eigentlich gerne, dass die Blätter ein bisschen größer sind, also zumindest ein bisschen dicker und dass die Variegation ein bisschen deutlicher hervortritt. Das hätte ich eigentlich gerne. Gut, hier wächst auch gerade ein neues Blatt raus, dass das so schön rot ist, das finde ich ganz prickelnd. Aber ansonsten, ja, vernünftige Pflanze. Also wächst halt auch wie alles andere. Und damit sind wir jetzt hier erstmal durch. Das heißt, ich räume kurz auf, stelle neue Pflanzen hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe aufgeräumt und neu nachgefüllt. Das ist jetzt wirklich die letzte Runde. wie machen wir es? Ein bisschen voll, ne? Okay, dann fangen wir mit der größten an. Und zwar mit meiner Xanadu. Genau, ich hatte sie einmal komplett zurückgeschnitten, weil die war so voller Tripse, dass ich gesagt habe, nee, das lohnt sich nicht, so viel will ich jetzt da nicht raufsprühen oder machen. Deswegen habe ich sie komplett einmal zurückgeschnitten. Deswegen sieht sie jetzt auch so ein bisschen komisch aus. Sie steht
nicht unter einem Wachstumslicht, sondern sie kriegt nur Fenster, nur ausschließlich das Fensterlicht. Deswegen wächst sie halt auch so in die eine Richtung. Aber eine sehr schöne Pflanze, finde ich. Genau, Philodendron Xanadu habe ich für einen richtigen kleinen Preis erworben, die Pflanze. Und zwar bin ich einfach mal so quer mit dem Auto, quer in die Walachei, Entschuldigung, quer mit dem Auto in die Walachei gefahren und bin dann bei zu einem Pflanzencenter gekommen oder rausgekommen, durch Zufall natürlich. Und habe dann die Pflanze hatte keinen Preis dran und habe dann die Verkäuferin gefragt, weil die stand dann auf so einem Tisch für, ja, alles, was auf dem Tisch steht, kostet 20 Euro. Also jede Pflanze kostet 20 Euro. Und weil hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pflanzen drin sind, fand ich das eigentlich einen schicken Preis. Vor allem, die ist jetzt, glaube ich, erst einen Monat, nachdem ich sie abgeschnitten habe, circa. Und die war damals noch sehr viel voller. Und dachte dann, ja, okay, die nimmst du jetzt halt wirklich mit. Und hat dann die Verkäuferin gesagt, ja, okay, für 20 Euro kannst du sie haben. Und deswegen habe ich sie für 20 Euro mitgenommen. Eine sehr schöne Pflanze. Genau, die steht jetzt hier aktuell in dem, was ist das, nicht Hutzer-Topf? Ne. In einem sehr großen Topf. Dazu gehört halt auch noch so ein weißes Unterteil, damit die Pflanze ein bisschen höher steht. Das fand ich eigentlich sehr edel. Und ja, kann man nicht meckern, die Pflanze zickt nicht rum, außer dass sie sehr viele Tripse hatte. Ich hoffe, dass ich es jetzt im Griff habe. Ich hatte zwischendurch, war auch auf der Erde oder in diesen ersten Zentimetern waren halt auch noch Tripse drin. Deswegen hatte ich zuerst, obwohl nichts mehr zu sehen war, kein bisschen grün, habe ich täglich immer noch 3 bis 5 Tripse entfernt. Da dachte ich so, Und außenrum ist es die einzige Pflanze in dem ganzen Raum. Naja. Okay. Ich stelle sie mal kurz runter. Weiter geht's. Jetzt kommen die, na, White Knight, White Wizard, viele der anderen White Wizard Schwestern, Brüder, was weiß ich. Das hier ist die eine. Das hier ist die andere. Genau, ich konnte mich damals nicht entscheiden, als ich sie gekauft habe. Weil die eine war ein bisschen mehr variegiert und die andere nicht. Deswegen dachte ich so, okay, die waren damals wirklich irgendwie so klein oder so. Da dachte ich so, okay, habe ich jetzt nicht. Und bevor sie größer werden, dauert es ein bisschen. Deswegen habe ich mir da zwei Stück gekauft. Genau, ich glaube einmal hier, wo ich jetzt gerade den Stängel abpule, hier hatte sie mal ein komplett weißes Blatt. Hier auch. Ich glaube, das ist ja eine Pflanze, die so ein bisschen bekannter ist. Habe ich zumindest so aus den YouTube oder ganz aus den Analytics-Daten rausgelesen. Weil immer, wenn ich irgendwas mit der White Wizard poste, sind alle so. Ja, ziemlich anspruchslose Pflanze. Also zumindest bei mir. Genau, was ich jetzt irgendwie immer nicht so schön finde, das betrifft aber alle variegierten Pflanzen, dass der weiße Anteil halt irgendwann anfängt, braun zu werden. Und ja, ich weiß, sie bräuchte einen neuen Stamm, einen neuen Moosstab. Ich weiß. Nee. Weil auch die Pflanze steht bei mir an der Wand. Deswegen denke ich so, ja, brauchst du nicht. Die bräuchte auch ganz dringend einen größeren Topf, finde ich. Bin ich jetzt ein bisschen nachlässig geworden. Genau. Aber ich finde so also die Blätter sehen halt wirklich schon sehr sexy aus, oder? Also zumindest halt hier sowas, wenn man sowas jetzt ein bisschen größer hätte. Oder sowas hier, das sieht schon echt geil aus, finde ich. Für so eine Pflanze, die man gefühlt im Baumarkt kriegt. Und das ist jetzt halt eigentlich genau so die Art von Blätter, die ich persönlich bevorzuge. Also das hier wäre schon so das Maximum, was ich hätte haben wollen. Sowas persönlich mag ich nicht. Sowas oder sowas komplett Weißes. Weil ich weiß, ich habe da zu viel PTSD-Vibes von meiner Thai-Constellation. Die hat nur Half Moons gekriegt und irgendwann, wenn du in diesen Raum kommst, siehst du dann diese abgeschnittenen, siehst du dann diese abgeschnittenen halben Blätter da hängen und klar, das sieht immer sehr beeindruckend aus, wenn du da einen Half Moon kriegst, aber du weißt ganz genau, einen Monat später fängt das Ding an, braun zu werden und ja, genau. Deswegen sieht man auch hier unten, dass die Blätter auch schon ein bisschen langsam Farbe verlieren oder ich dünge sie nicht genug oder sie bräuchte mehr Dünger.
Hier würdest du denn, hier hat sie zumindest halt auch schon angefangen, braun zu werden. Ja, ist immer nicht so meins. Ich mag nicht, ne, dann hätte dann, ich mag nicht Bereiche, die so komplett weiß werden. Klar, wenn sich irgendwie immer noch im Grenzen hält, ist das immer noch ganz schön, ne? Aber genau, hier auch nochmal ganz kurz. Genau, das ist schon, das würde ich jetzt nicht mehr bevorzugen, aber sieht auch noch ganz schick aus. Die Pflanze kriegt doch gerade ein neues Blatt. Da der kleine Regenwurm hier, der da rauskommt. Genau, die Pflanze ist generell ein bisschen grüner oder sie war zumindest grüner. Wenn ich mir jetzt so die letzten zwei Blätter angucke, dann wirst auch du irgendwann wunderschön weiß werden. Ich freue mich schon, wenn ich dich im nächsten Instagram-Reel abschneide. Okay, ich habe noch zwei Gloriosum. Und zwar in diesem Lechuza-Topf. Und zwar Pflanze Nummer 1. Ja, sie sehen ein bisschen kränklich aus, deswegen kam da jetzt halt auch nichts auf Instagram und Co. Und zwar, ich habe zwei von den Plantern hier und ich hatte alle Pflanzen in einem Topf. Deswegen sah sie auch an einem gewissen Zeitpunkt sehr schön aus, bis ich sie dann mal aus der Erde rausgenommen habe und habe halt festgestellt, dass alle Pflanzen bis auf eine pure Wurzelfäule hatte, weil sie sich gegenseitig die Luft und die Nährstoffe geklaut haben. Deswegen habe ich sie aus den Töpfen genommen und habe jetzt hier zwei draus gemacht. Das waren jetzt hier so die kleinen Stecklinge, weil ich dachte, immer wenn was zu groß geworden ist oder wenn keine Blätter mehr dran waren, habe ich es einfach abgeschnitten und dann hat das, dann ist das neu bewurzelt. So, ja, schneid ab und lass drin. genau, das hier ist mit Abstand der größte, oder die größere Hälfte davon. Hier ein kleines kaputtes Blatt, das war noch von vorher. Das hier ist das neueste. Oh, das sieht schon geil aus, oder? Ein richtig schönes Blatt. Wenn diese eine kaputte Stelle da nicht wäre. Dann hat sie jetzt hier noch ein Blatt. Ja. Und da noch was Kleines. Und der Stamm, der sieht halt auch schon sehr mächtig aus. Guckt ihr das mal an, oder? Genau. Das hier ist die größere Pflanze von den beiden. Das war auch die einzige, die noch Wurzeln hatte. Und deswegen dachte ich so, oh mein Gott. Die ganze, wirklich, das war halt eingeführt, ein so ein Matschklumpen an toten Wurzeln da unten. Und deswegen, ja. Boah, das Blatt, das sieht ja echt schon geil aus. Vor allem auch so richtig schön groß. Ich freue mich ja immer, wenn ich große Blätter kriege, die nicht irgendeine Macke haben. Da freue ich mich irgendwie ganz besonders. Und von daher, sehr schön. So, wie mache ich das, dass ihr mich auch noch sehen könnt? Ja, guck mal, so ist doch schön. Wenn jetzt nichts runterfällt, dann habe ich hier noch ein Silver Sword, Schwart. Ja, auch er bräuchte einen größeren Topf. Das ist die Pflanze. Und hier macht das dann so ein bisschen den hier. Genau, auch die Pflanze steht bei mir an der Wand. Deswegen kriegt sie auch keinen größeren Moosstab. Ja, habe ich mir. Da ist auch noch ein Trips drauf. Okay, den sprühe ich auch gleich nochmal ein. Habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal gekauft, weil ich die Silberfärbung da so schön fand. In der Zwischenzeit ist sie, glaube ich, so ein bisschen rausgewachsen. Ja, genau, hier ist noch irgendwas drauf, keine Ahnung, was es ist. Oder dass die Pflanze zu viel Wasser kriegt und deswegen so transparent wird. Das habe ich ein bisschen häufiger bei ein paar Pflanzen. Ja, eine ganz vernünftige Pflanze eigentlich wächst auch, ohne irgendwie rumzumucken. Deswegen vernachlässige ich die auch immer so ein bisschen, weil wenn ich weiß, okay, du muckst nicht rum und du brauchst eigentlich nur stehen und du wächst, dann ist das ganz vernünftig. Würde ich so irgendwann mal abschneiden wollen? Nö, weil aktuell wachsen die da so schön in dem IKEA-Regal und deswegen schneide ich die nicht ab. Die können ja dann da irgendwo ins zweite, dritte, vierte Geschoss hochwachsen und dann können sie sich da irgendwie entlanghangeln oder irgendwas machen und deswegen lasse ich sie eigentlich immer wachsen. Genau. Dann kommen wir jetzt zur letzten Pflanze.
Und zwar, ich habe sie ursprünglich, Lampe, Decke, oh. Zwar habe ich sie ursprünglich als Philodendron Patricii gekauft. Ihr meintet aber zumindest auf Social Media, nein, Benny, das ist eine Esmeraldense. Sucht es euch aus. Und zwar hat sie auch einen sehr komischen Wuchs. Genau, also finde ich eigentlich eine sehr schöne Pflanze, vor allem hier. Na, genau. Das Blatt und das da ist gerade das Neueste, was ihr da seht. Man kann sich das irgendwie hinstellen und ihr seht es. Nee, na doch so ein bisschen, ne? Das hier ist das neueste Blatt. Jetzt steht es gerade auf dem Boden. Das hier ist das neueste Blatt. Das finde ich schon sehr schön. Hat ein bisschen komisches Wachstum. Aber ich habe mich dazu entschlossen, die Pflanze jetzt nicht weiter abzuschneiden oder in Stecklinge zu verwandeln. Weil wenn die Blätter jetzt halt erstmal so schön groß sind und ich jetzt halt wirklich einen Stamm habe, den ich jetzt hier irgendwie festbinden kann und Hauptsache die Pflanze kriegt schöne Wurzeln, dann lasse ich sie jetzt halt erstmal so. Wenn sie jetzt genauso krüppelig wächst wie der Silver Sword, dann schneide ich sie wirklich irgendwann mal ab. Aber ich will jetzt nicht 25 Stecklinge davon haben, weil ich nicht weiß, effektiv nicht weiß, was ich damit machen soll. Und von daher habe ich sie jetzt halt einfach so gelassen. Klar, die Pflanze, klar, das Blatt sieht jetzt halt nicht gerade so sexy aus, weil jetzt auch das letzte Blatt ist. Aber dafür hat sie auch genug durchgemacht. War so auf dem Kramtisch die letzte Pflanze. Deswegen meine ich so, naja, komm, dafür sieht sie doch eigentlich ganz vernünftig aus. Vor allem jetzt hier so die oberste Partie. Sieht doch ganz cool aus. Ich hatte ein bisschen mit Wurzeln zu kämpfen, weil die Pflanze hatte wirklich vorher keine Wurzeln. Auch in Erde nicht. Deswegen war das ein ziemlicher Krampf, die Wurzeln zu lassen. Genau, hat aber anscheinend ganz gut funktioniert, wenn sie ein neues Blatt kriegt. Hier unten sieht es auch erstmal wurzellos aus, aber kann ja vielleicht noch werden. Genau, und das waren meine ganzen Philodendron. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Puh, bin ein bisschen außer Atem. Was ist denn so deine bestimmte oder dein Top-Philodendron? Hast du vielleicht eine Pflanze, die dir besonders gut gefällt? Oder hast du irgendeine Pflanze, wo du sagst, oh Benny, genau die Pflanze brauchst du? Ich persönlich stehe so ein bisschen auf Blätter oder auf Pflanzen, die so ein bisschen einzigartig sind. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, zum Beispiel bei den Anthurien kennst du eine, kennst du alle. Deswegen finde ich so diesen Fundbun besonders schön, weil wenn der dann halt erstmal sich so in so einen Halbkreis oder in so einen ganzen Kreis verwandelt, und da kommen richtig schöne Blätter aus. Das finde ich vielleicht schon ein bisschen andere Wuchsform. Deswegen finde ich das halt spannender, als wenn du jetzt sagst, ich habe Anthurie XY und ich gucke mir die Pflanze an und sage, hä? Ja, oder ne, es gibt ja diese Anthurium Crystallinum und dann gibt es noch diese rote Form davon, wo diese Veden nicht silber, sondern so ein bisschen roten Touch haben, die gefühlt drei oder viermal mehr kostet. Da bin ich ein bisschen zu einfach gestrickt. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast bis hierhin durchgehalten. Würde mich freuen, wenn du einen Daumen hoch und einen Kommentar da lässt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder nächste Woche um 10 Uhr am Sonntag. Sonntag, genau. Und bis gleich. Wuff.